Herzlich willkommen auf unserem Projekt Walheim oder bei unserem Projekt Walheim. Wir haben wieder so einige Sachen vor und in der letzten Zeit sind einige Sachen gemacht worden oder vorgenommen worden. Verbesserungen, Ausbau, Umbau. Ich möchte mir mal kurz hier vorstellen. Also hier hat sich eigentlich nicht viel geändert, außer dass wir ein Lämpchen hingestellt haben. Was wir gemacht haben, hier solche Wandleuchter noch integriert. Die sehen nämlich schöner aus und brauchen auch nicht so viel Material und noch so weniger Zeit. So, dann gehen wir mal rüber und schauen uns mal an, wie die Außenanlage aussieht. Und dann werdet ihr sehen, dass hier einige Veränderungen vorgenommen wurden. Wir haben erstes mal hier diese Mauer ein wenig erweitert. Wir haben jetzt hier den Eingangsbereich ausgebaut. Und haben hier an der Stelle, wo früher das Tor war, hier, da seht ihr jetzt so ein Stahltor, springe mal runter. Das ist jetzt so ein Eisentor, ja, Stahl, Eisen. Oh, die Geräusche. Hier aufgebaut wurden, dann haben wir hier so einen kleinen Vorraum gemacht, auf dem wir gleich die Werkzeuge reparieren könnten, wenn es sein muss. Und in der Kiste liegt so ein bisschen Holz, genau wie wir hier eine Fackel hingestellt haben. Der Grund war relativ einfach. Wir hatten mal während der Anwesenheit auf unserem Server Besuch von so netten Menschen, die Trauger genannt werden. Deswegen haben wir diesen Aufbau hier gemacht und gleichzeitig so einen Weg gemacht, dass man relativ schnell draufkommt, wenn man nicht neben dran hoppt, genau. Und dann kann man von hier oben gleich die Feinde bekämpfen. Hier ist noch eine kleine Platte oder ein Weg. Das war so das Thema. Ihr seht, dass wir den Bereich auch ein bisschen aufgebaut haben, ein bisschen schöner gemacht haben. Wir könnten hier noch ein Fenster reinsetzen, wenn wir möchten. Kann man machen. Muss auch nicht sein. Vielleicht bauen wir hier auch noch mal was hin bei Gelegenheit fertig. Die bösen Buben und Mädels, die aus der Trollszene kommen oder Trauger oder unsere kleinen netten Gräulinge, die werden dann hier durch den Weg geleitet. Und dadurch, dass wir hier an der Stelle, ihr habt es glaube ich gesehen, eine Werkbank haben, eine Steinmetzwerkbank und hier nebendran die Holzwerkbank, haben wir die Möglichkeit, ich habe also eine zweite Steinmetzwerkbank aufgebaut für euch, und damit wir hier entsprechend die Typen mal ein bisschen abhalten. Und wenn sie irgendwie eine Aufwartung sehen, die müssen uns wehtun, dann werden sie zuerst hier im Bereich ein wenig zerstören. Wollen sie. Dann haben wir hier den Weg ein wenig noch ausgebaut, den Graben ausgebaut. Dann hopsen die Typen da rein. Ihr seht, dass wir das hier befestigt haben. Und der Weg oder der Graben, bleiben wir beim Graben, ist jetzt so aufgebaut, dass die Clowns, wenn sie kommen, hier an der Stelle so leichtes Problem bekommen. Und manchmal, wenn ich Glück habe, komme ich wieder darüber gehobst. Nein, doch, es klappt. Hier habe ich so vielleicht die Möglichkeit, mich noch irgendwo. Also wir haben die Möglichkeit, uns zu retten. Und wir kommen teilweise auch hier rum um den Weg. Ihr seht, dass der Weg komplett auf die Breite gegangen ist. Also um die ganze Festung rum, drumherum. Sodass wir eigentlich gegraben haben. Die Wesen kommen dann theoretisch nur auf zwei Wege jetzt noch ins Gebäude rein, indem sie hier Schwimmübungen vornehmen. Und da ist auch irgendwas drin, ein Fisch, den kriegen wir jetzt nicht. Wir kommen da immer hoch mit ein bisschen Energie. Wie sollten wir hochkommen? Genau. Und hier, wenn wir weitergehen, hier an der Stelle sind wir auch mit dem Graben relativ weit gewesen. Da ist noch ein bisschen Holz, das holen wir uns gerade und tschüss. Sogar im Springen und fangen wir unser Holz. So, und dann gehen wir noch mal hier rüber. Und wir schauen uns mal die Außenbereiche an. Auch hier ist der Graben komplett. Das heißt, hier dürfte nichts mehr passieren. Und auch hier müsste es ausreichen, dass ich euch zeigen kann, dass wir hier eventuell hochkommen müssen. Jetzt muss ich mich wieder ein wenig sammeln, denn ihr seht, dass wir unter Wasser sind. Wir könnten theoretisch ein Floß einsetzen und den Graben entlangfahren, was natürlich der eine oder andere goldig wäre, aber auch sinnlos ist.
So, das war so eine Arbeit, die wir in der letzten Zeit gemacht haben. Wir haben an dem Dach noch ein bisschen weiter gemacht. Ihr seht, oh, das seht ihr auch hier oben an der zweiten Strebe, fehlt noch ein Holz, das muss ich noch verbessern für uns. Und hier sind wir einigermaßen fit. Und ihr seht da vorne auf der kleinen Mini-Landkarte, wobei das natürlich grammatikalisch nicht sinnvoll ist. Kleine Mini-Landkarte sind so 3-4 Todeszonen. Einmal vom Troll nicht aufgepasst und zweimal ins Wasser gehupst und vergessen, dass wir keine Energie hatten. Das war nicht so gut. So, und da komme ich jetzt teilweise hoch und kann auch hier, wenn es mal auch so Sinn der ganzen Sache, hier langlaufen, um halt entsprechend, ja, wie soll ich sagen, hier, da müssen wir ein bisschen was verbessern. Ja, genau, hier kann ich Holz bauen. Ja, ich habe noch gerade, dann können wir das gleich zumachen. Genau, damit ist das auch erledigt, dass wir direkt hier rumlaufen können und bleiben dann ja hier auf unserer Mauer und können dann hier im Falle des Balles Leute ein wenig ärgern, wenn da jemand kommen sollte. Die Kohle haben wir noch reingeholt, die packen wir in den Keller. Das waren so die leichten Veränderungen, die wir gemacht haben. Runter, Kohle zum Kohle, das war hier und wieder vergessen, wo die Kohle ist. Ja, die haben wir oben auch noch im Wagen noch ein bisschen Kohle. Ich habe immer noch Kohle hergestellt für uns, damit wir... warte mal, hier noch ein bisschen auffüllen, brauchen wir nicht. Hier ist auch noch Harz drin, da können wir auch mal noch eine Wandlampe aufbauen. Ja, wie auch immer, wir haben jetzt hier so ein bisschen organisatorisch was gemacht. Viel weitere Veränderung ist es nicht. Ich glaube, das habt ihr schon gesehen, dass wir hier so dieses Gewürzregal aufgebaut haben. Das wir jetzt gerade unabsichtlich geschlagen haben. Hier haben wir auch noch ein bisschen Holz. Kupfer, da muss eine Lampe abgefallen sein. Ach, hier haben wir auch noch eine Lampe reingesetzt. Und damit haben wir so einigermaßen ein bisschen was erreicht. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwo eine Lampe reinbauen können. Eine Wandlampe, ich glaube, ich müsste. Genau. Dann können wir schauen, dass wir hier vielleicht noch eine Wandlampe anbauen. Möbel. Ne, es reicht nicht aus. Da brauchen wir noch eine Lampe. Hier, ich muss noch ein bisschen Harzkohle. Na gut, das war kein Problem. Und eine Schmiede. Die fehlt. Okay. Ist kein Hexenwerk. So, hier haben wir noch so ein Reserve-Ding, da haben wir noch ein bisschen was zum ja, Verstauen, das machen wir gerade. Und ja, dann bringen wir das gerade hoch, dann zeige ich euch auch noch die Landkarte. So, also erstmal packen wir mal den Söhlingkern, weil er jetzt schon wieder Söhling gesagt, wieder raus, damit der weg ist und Holz haben wir hier auch aufgefüllt. Das ist also auch erledigt. Beide sind wir auch ziemlich gut ausgestattet. Ich bringe nur... Ach, hier haben wir noch ein bisschen Vorrat und zwischen ein bisschen Kupfer reingepackt. So Spezialwaffen, die ich eigentlich noch nicht verwenden möchte bei uns. So. Und jetzt gehen wir noch mal kurz raus und schauen uns mal an. Wir können ja wunderbar die Aussicht hier genießen. So, und jetzt schauen wir uns noch mal die Landkarte an. Ihr seht, was wir jetzt hier grob schon gemacht haben, hier in dem Bereich. Hier hat uns auch einen neuen Außenposten gemacht. Ihr seht die Sterne, das heißt, wir können da sofort hinreißen. Das nächste, was wir machen, damit diese Insel irgendwann mal abgeschlossen wird, dieses Schneegebiet. Das werden wir uns durcharbeiten. Das Wasser ist sowieso egal. Hier ist noch ein kleines Mini-Schneegebiet. Und wenn dieses Schneegebiet, beziehungsweise das Schneegebiet fertig ist, können wir ohne weiteres sagen, jetzt ist die Insel ja abgehakt. Das ist so Sinn der ganzen Sache. Und dann können wir uns mit dieser Insel beschäftigen. Ihr seht, dass man uns auch mal erwischt hat. Kann auch noch eine alte, ja, Werbeaffäre gewesen sein. Hier haben wir auch so einen kleinen Problemfall gehabt. Ja, hat uns erwischt, kann auch nichts Längeres sein. Ihr seht, dass wir hier eine Krypta markiert haben. Also da sind wir auch mal reingelaufen, haben uns mal die Krypta-Ecke angesehen. Es ist davon auszugehen, dass hier eventuell auch alles Schnee ist.
Und jetzt weiß ich noch nicht, ob hier dieser Bereich da auch ja Sumpf ist. Oder ob hier irgendwie, ja, was immer noch hier auf uns zukommt, dem Bereich kann auch sein, dass dieses Stein- oder Eisgebiet hier weitergeht. Das heißt, da werden wir uns jetzt auch nochmal beschäftigen müssen. Ihr seht, dass wir so nach und nach die restlichen Bereiche erarbeiten. Wir springen jetzt mal kurz zum AP006 und machen uns mal gerade mal so ein paar Meter laufen noch. So als Ausklang für diesen Tag. Und ich sehe gerade, dass wir wieder pflanzen müssen. Wir haben nichts gepflanzt, das ist nicht gut. Beim AP006 schauen wir gerade, wie es essenmäßig aussieht. Essen wir noch ein bisschen was. Machen wir die Tür zu, wie es jetzt gehört. Hier haben wir den Vierer. Hier haben wir dementsprechend den Dreier. Da muss der Vierer, der Sechser oben sein. Hier ist der Fünfer und wir springen zum Sechser. Ihr wisst, Organisation ist alles. Die Hälfte seines Lebens tut man ihn sortieren. So, wir sind jetzt auf dem Sechserbereich. Hier haben wir eine relativ Kiste. Hier ist noch Kupfer. Mal schauen, ob wir irgendwann mal mit dem Rutja herfahren. Die Kiste ist für Zwischenlagerung. Das heißt, wir haben hier irgendwo auch eine Kupferecke. So, wenn man jetzt hier langlauft, kommen wir in den Dunkelwald rein. Da kommt der erste Moment schon. Komm doch, komm doch. Komm doch. Und so, der ist weg und der ist auch weg. Hat jetzt drei Schläge. Bären holen wir uns noch wieder mit. Ihr kennt das ja. Halt! Ich habe ihn noch bekommen. Habt ihr die Reaktionsfähigkeit gesehen? So, dann holen wir uns das noch mit. Und da ist wieder so ein Clown. So, zum Schluss. So, und dann werden wir hier mal wieder ein wenig auffüllen. Mit Waldbären und solche ähnlichen Spielereien. Den Ast nehmen wir noch mit. Ja, ursprünglich hatte ich gedacht, wir brauchen kein Harz mehr. Aber auf der anderen Seite sieht es so aus, dass wir beim Harz immer Feuerpfeile herstellen, brauchen wir halt wieder Harz. So, jetzt sind wir größer nochmal den Bereich. Das heißt, hier ist die Küste schon wieder da. Und hier haben wir wieder so einen blöden Menschen. Komm, euer Kraut weg. Und tschüss. So, der ist weg. Und hier haben wir wieder Kupfer. Die holen wir jetzt noch gerade. Das heißt, ich nehme mir die, genau, die da. Und holen wir den Kupfer mit. Den packen wir nachher wieder in diese kleine Kiste rein. Weil durch das Portal können wir den transportieren, das wisst ihr. So, oh, da haben wir relativ viel Kupfer. Zinn, ach, wieso rede ich immer Kupfer? So. So, haben wir. Dann das nächste hier. Aller Hopf. So, genau. Hört auf, so zu schreien. Ich bin ganz lieber. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Ich bin ziemlich überlastet. Hier haben wir noch ein bisschen Karottensamen. Nehmen wir mit, brauchen wir eigentlich nicht. Aber ihr wisst, was man hat, hat man. Und jetzt hat man ein gleiches Problem mit dem Kollegen Roll. Aber wisst ihr was? Dem werden wir mal auch ein wenig näher. Zuerst den da. Der von hinten kommt, das ist nicht so gut. Und der kommt auch. Oh, oh. Genau, die Nummer 6, das heißt also der Pfeil. Oh Mann, ich wollte ihn doch von hinten schießen. Okay, dann hier ist Kupfer, das ist gut. So, mal schauen, wie er da durchkommt. So, was macht der? Der geht außen rum, der Kerl, der ist ja clever. Und ich habe keine Energie, das heißt, wir werden mal jetzt hier den Booster anschalten und gleich mal in Deckung gehen, dann ist es nicht so gut. So. Und tschüss. Tschüss, lieber Troll. Mach es gut. Ich habe im Moment ein Problem mit der Ausdauer. Habt ihr gesehen, der hat Stein auf mich geworfen. Das ist ja nicht fair, oder? Und tschüss. Oh, oh. Ja, das ist ein bisschen ungünstig, was man hier im Wald rumsitzt. Die Bären nehmen wir noch mit. Weil die Bäume da einstürmen beim freien Laufen. So. Kopfschuss. Kopfschuss. Und noch ein Kopfschuss.
Und hoch. Und wieder Kopfschuss. Hat mich erwischt, der hat mich erwischt. Und tschüss. Die Trolle sind eigentlich kein Problem mehr. Wenn man nicht eine Holzpfeile hätte, sondern auch andere Pfeile. Ich nehme nämlich dummerweise die einfachen Holzpfeile. Muss mal gucken, dass ich nicht zur Festung schicke, dann macht er mir die Festung kaputt. Das hat er nachbrennen, das ist gut. Ah, der dürfte gleich weg sein. Oder ich. So. So, er ist gleich weg, er brennt noch. Lasst mich in Ruhe, Bubsche oder Mädchen. Rollsche. Und tschüss. Habt ihr gesehen, welcher Kraft der spielt? Das ist ja irgendwo gemein. Jetzt ist er weg. Und tschüss. Mach es gut, Kamerad. Da liegt er. So, und jetzt liegt er nicht mehr. Hey, habe ich keinen Loot bekommen? Gibt's das? Auch der hat ihn automatisch eingezogen. Das ist interessant. So, dann wollen wir noch mal hier lang gehen. Was hier vorne ist, weiß ich auch nicht. Ja, wir haben so viel noch zu erkunden. Es ist wirklich schön eigentlich, ne? So ein spannendes Spiel. Auch wenn es vielleicht wieder langweilig ist, weil die meisten wollen dann Effekte haben. Oh, da ist eine kleine Hütte, die schauen wir uns später mal an. Schauen wir mal, wie groß das wird, weiß ich nicht. Aber hier vorne ist der Uralte. Schauen wir mal, ob wir den Weg zum Uralten laufen können. Interessante Frage. Dann brauchen wir nämlich hier Erdbeeren noch mitnehmen. Dann, wenn das der Fall ist, dann können wir nämlich hier ein Portal hinsetzen. Der Uralte ist der nächste, den wir uns holen müssten. War das der Uralte? Ne, den haben wir ja schon. Oh, das ist nicht so gut. Wir müssen den nächsten, müssen wir unseren noch ein Band holen. Das heißt, wir müssen hier hin. Oh Mann, auch egal. Fakt ist eins, das ist eine schöne Landschaft. Ach hier, das sieht mal so aus, dass wir ein bisschen Pech haben, dass hier vorne schon die Ebene ist. Wenn ich das so richtig sehe, dann ist das die Ebene. Da müssen wir aufpassen, das sind die Leute ein wenig unangenehm, genau. Da hat man solche kleinen Typen, die sich da so böse gegenüber Besucher äußern. Da möchte ich im Moment noch nicht rein, weil ich auch nicht die entsprechenden guten, wie heißt das, die einen guten ja, Essen habe, sprich Ausdauer und solche Dinge. Aber das ist noch nicht so dramatisch, dann laufen wir mal die Ebene lang und hoffen wir, dass hier nichts auf uns zukommt. Ich nehme sicherheitshalber mal den Schild in die Hand. Genau. Falls uns jemand ein wenig kitzelt, denn meistens sind das dann diese kleinen Fliegen, sind ein bisschen unangenehm. Und die Stechfliegen, Todesmoskito heißen die, so martialisch. Und hier sind wir schon mit der Action eine, seht das? So. Und damit holen wir uns das, ist schon mal gut. Aber ein bisschen erwischt haben sie mich. So, das heißt also hier wieder runter, da sind wir am Wasser. Und dann laufen wir mal kurz die Ebene hier so lang. Und wir kommen schon in den Dunkelwald. Manchmal haben wir das Pech, dass trotzdem auch noch solche liegen oder auch die. Hier ist noch was mit Sinn. Genau, den habe ich gemeint, dass diese Kraule, das ist zum Haare ausreißen, wenn man Haare hätte. Der lacht auch noch so gemein. Habt ihr das gesehen? Das ist irgendwie gemein. Das heißt jetzt, ich werde jetzt ja nochmal dahin gehen, den Weg langlaufen und das Loot oder die toten Sachen wiederholen. Jetzt mal schauen, wie weit war ich da gelaufen. Das ist noch nicht so weit. Ist die Frage, ob ich es riskieren soll, dass ich hier den Weg langlaufe. Na, und was kann passieren? Eigentlich gar nichts, ne? Wir nehmen uns nur kurz was zum Essen mit. Genau, das machen wir. Nehmen wir hier sowas zu essen mit und laufen wir einfach mal durch die Gegend. Und Wildschwein nehmen wir auch noch eins mit, essen wir noch eins und essen noch eins von denen. Vielleicht auch noch einen Gesundheitstrank. Oder nehmen wir so einen noch mit, das ist auch gut. So.
Gut, dann werden wir es versuchen, einfach mal Frechheit Sieg. Mehr als schief laufen, schief gehen kannst nicht. Wir sind ausgeruht. Die Tageszeit ist noch hell. Jetzt bin ich gespannt, ob wir es schaffen. Ärgerlich. Ich sag's noch und dann kam er. Naja, oh, es ist dunkel. Das ist nicht gut. Das heißt, wir werden erstmal schlafen müssen. Mal bei Dunkelheit ist es immer nackt, durch die Gegend läuft. Nicht so ideal. Dann kann man jetzt so schnell abhauen. Das heißt, wir pennen erstmal eine Runde. So, dann runter in das Bettchen rein. Vielleicht sollten wir das mal verbinden. Schauen wir mal. Und hier hoch und wir machen den Ratzemann. So, wir schlafen. Und dann geht's rüber zur unseren ja, Todesstelle. Ärgerlich, aber so ist das Spiel. Es ist gemein. So, ja, mal gucken, ob ich das verbinden tue. Okay, also zur Nummer 6. Das war das hier, genau. Mal schauen, ob wir darüber kommen. Wir sind vor Ort und es geht los. Tür zu. Und schauen wir mal rüber. Genau, hier müssen wir langlaufen, das heißt durch den Dunkelwald. Och ne, lass mich doch, ich hab nichts, ich kann mich nicht wehren, lass mich in Ruhe. Bin ganz lieb, ganz nett. So, hoffen wir, dass wir rüberkommen. Hier kommen wir schön lang, das ist gut. So. Ja, es könnte sogar klappen. Hier ist Kupfer. Das hier mal mit K, wie Kupfer. So, ist mittel ausgeruht. Ich bin ohne Waffen, bin unbewaffnet. Da war ich anscheinend schon mal anscheinend oder war es von vorhin noch. Und dann wollen wir mal gucken, ob ich es schaffe, da durchzukommen. Ja, Nervosität. Hier hat auch schon mal jemand, da ist mein Haus. Jetzt noch mal gucken, dass der Typ mit irgendwo da rumwurstelt. So, dann werden wir schnell hier hin. Und alles nehmen. Und hier das Zeug lassen wir gleich da. Das ist eigentlich nicht so wichtig. Das hier, die Steine lassen wir da. Dass wir hier das mitnehmen können und das mitnehmen können. Und was können wir noch machen? Wir können was essen, wir können das anziehen. So, und dann sind wir wieder einigermaßen am Machen. So, die Steine, kann ich die hier rausschmeißen? Ne, geht nicht. Oh, das kann ich trotzdem, damit der Deal entsprechend weg ist. So, wir haben es geschafft, in unserer großartigen, hervorragenden Weise uns nackt durch den Wald zu begeben. So, jetzt bin ich natürlich ein wenig verärgert, aber der Typ ist nicht mehr da, ne? Nee, sieht nicht so aus. Ach, man hat ja auch seinen Stolz, ne? Da kommt ja so ein blödes Viechchen und knallt ein. Oder lass uns mal hier rüberlaufen noch. Wie weit das hier geht. Ah, hier vorne ist noch ein Grab. Ja, ist das ein Grab? Genau, ist ein Grab. Und wisst ihr was? Ja, die andere Richtung natürlich. Immer der Eingang ist auf der falschen Seite. Hier muss anscheinend schon mal was gewesen sein. Schauen wir mal. Wenn die Türen auf sind, war da schon jemand drin oder ich war schon mal drin. Ja, ich war schon mal hier drin. Das ist doof. Genau. Vergessen zu markieren. Gehen wir nochmal hier rein. Da holen wir mit den gelben Dinger da. Ja. Hier war schon mal. War ich schon mal. Das heißt, ich erwähne dieses Grab mit dem Text G erledigt. So, G. E. Genau. Halt mal den Knopf gedrückt. So, nochmal. Hat geklappt, ihr wollt. Mal hier an der Stelle. E unterstrich E. So, was gucken wir mal? Da laufen wir mal kurz hier rüber. Und dann zurück, dass wir mal sehen, wie weit das hier geht. So eine kleine Insel ist. Ja, und mal schauen. So, das heißt, wir laufen da lang und passen auf, dass wir nicht wieder in dieses blöde, also noch Blaubeeren, genau, in die Ebene reinkommen. Da müssen wir uns ein bisschen mehr vorbereiten, andere Waffen haben.
Passt das? So. Blauen Bären. Und wir sind wieder einigermaßen einsatzbereit. So, und hier unten ist jetzt keiner von denen bösen Menschwesen da. So, hart. So, dann mal gucken, ob wir den Hirsch bekommen. Lass mich in Ruhe, du Graukopf. Erledigt. Auftrag erfüllt. So, das gibt wieder schön Fleisch. Hirschtrüffel brauchen wir nicht. Hier haben wir noch ein paar Erdbeere, das ist gut. Das ist immer gut. Da haben wir uns schon einigermaßen belohnt. Der ist weg. Okay. Ja, die Ausdauerwerte sind hier nicht so optimal. Hier unten ist auch wieder so eine Art von Ebene. Da passen wir aber auf. Wir bleiben lieber im Grasland. Aber trotzdem darauf achten, weil die Säcke laufen teilweise auch ins Grasland rein. Ist da was zu holen hier? Gehen wir mal kurz hier rein. Ach, ein Bienenkorb, den wollen wir im Moment nicht. Hier können wir Pfeile holen, alles nehmen. Was kann ich nehmen? Feuersteine. Ich müsste hier wieder den Ring anziehen, den Gürtel anziehen. Komm, dann lassen wir die da und nehmen lieber die Feuersteine mit. So, hier haben wir noch ein paar Erdbeere. Da auch noch. Aber aufgepasst. Diese bösen Viecher sind noch da. So, dann lass uns mal hier langlaufen. Hier scheint anscheinend das Ende der Ebene zu sein. Hier noch nicht. Ja, gegen den Baum sollte man nicht rennen. So, hier wieder die Ebene, da gehen wir wieder nach rechts. Ja, muss mal abschätzen, wie groß diese eventuell Halbinsel ist. So. Hier ist eine Hütte, wahrscheinlich der Eingang auf der Ebene-Seite. Hey, wie ist denn da der reingekommen? Seht ihr das? So, dann springen wir hier rein. Hier ist eine Box. Alles neben ist gut. Ach, dann tauschen wir jetzt Wasser aus. Das brauchen wir auch nicht. Oder wovon habe ich nur noch eins davon? Gold nehmen wir immer mit. Da hat anscheinend ein Architekt was gebaut, wo kein Mensch rauskommt. Interessanter Aufbau. So, raus kommen wir hier. Erdbeeren, das ist gut. Noch mehr Erdbeeren ist noch besser. Und hier haben wir auch noch mal was. Die neue Insel scheint doch gar nicht so klein zu sein. Fleisch brauchen wir auch. Ja, die Ebenen, diese bösen Ebenen. Und da haben wir schon wieder eine Fliege, ihr hört das? Die Fliege, die Todesmoskito, die entsprechende Kilden nehmen, das war die 7. Noch greifbar, den Moskito. Genau. Habe ich natürlich vergessen, die Achsen hier anzunehmen. Genau, heißt, der Angst ist da. So, wir haben die Nadel. Da kann man wieder ein paar bessere Pfeile herstellen. So, dann lass uns hier wieder durchlaufen und ich werde jetzt aufpassen, dass ich nicht das Problem habe wie letztes Mal wieder. Was ist das hier? Da hat irgendjemand Geräusche gemacht. Wir sind im Dunkelwald, das heißt, da vorne ist auch noch etwas, wo sicher ist, dass man hier nicht mehr im Bereich der Ebenen sind. Das ist gut. So, lass uns mal hier langlaufen. Ja, hier war noch keiner. Und tschüss. Ja, dann gucken wir mal, ob man hier reinkommt. So. Beobachten wir mal, was in der Grabkammer los ist. Wobei das ja nicht so ideal ist. Und so viel unnötiges Zeug noch bei uns. Viel Schleppe können wir nämlich, ganz heiß, wir gehen einfach jetzt mal hier rein. Klick. Machen wir es wie immer erst rechts. Da ist wieder so einer. Noch einer. Und dann doppelt einer, da ist kein nichts mehr.
Vorne was, wo ich Kohle kann. Jawohl. Da ist noch so einer. Hier sind nur die gelben, die nehmen wir mal mit. Und hier der ganze Stress, der ganze Aufwand war unnötig. Ah, das ist, da ist nichts. Aua. Gut, hat sich geklärt. Gehen wir wieder zurück. Hier waren wir schon. Noch die Lampe stehen. Hier was zum Holen auch nicht. Nur die Pilze. Gut. Also wieder zurück. Ist auch nichts zu sehen, irgendwo eingekrabbelt. Nein, also wieder raus hier. Hier waren wir noch nicht. Manchmal reichen mir Google Maps. So, hier ist auch nichts mehr. Hier ist das, was gerade. Die rechte Seite ist frei. So, dann lass uns mal in die andere reingehen. So, und da haben wir den Kerl, der hat die Tür kaputt geschlagen. Alles nehmen. Gut, und Feder. So kann ich das nicht nehmen. So. Das heißt, ich muss es händisch nehmen. Und noch einer. Was ist denn da los? Sein Nest? So, jetzt reicht's aber, ne? Dann gucken wir mal, was wir weglassen können. Das brauchen wir definitiv nicht. Aber ich gehe von aus, dass ich nachher ein paar Süderlinge finde. Das heißt, was haben wir auch zu Hause? Ziemlich viel Honig können wir uns immer selber machen. Holz lassen wir da. Honom oder Honig lassen wir auch hier. Gewicht haben wir noch genug Platz. Gut, wir haben noch einige Platz. So, komm schon. So, hier vorne ist ein Spawner. Das ist der Grund, warum so viele Leute kommen. Oh, ein Zweier. Ey, der ging aber schnell, ne? So, hier haben wir etwas, da haben wir einen Rubin, da haben wir wieder sowas zum Geldmäßig. So, da haben wir, genau, die da haben wir wieder schön, das ist gut, alles nehmen. Rubine können wir nicht aufnehmen, komm, das lassen wir auch da, haben wir auch genug. Feuersteinpfeile können wir da oben drauf machen. Ja, das mehr brauchen wir eigentlich nicht. So, was haben wir da noch drin? Was kann ich noch da lassen? Ach ja, komm. Die Knochen, wieso kommen die Knochen wieder rein? Achso, hat er automatisch aufgesammelt. So, dann haben wir die noch. Die Knochen brauchen wir nicht. Erledigt. Wie viel haben wir jetzt von denen? Ei. Ja, theoretisch können wir mal Holzbinde neues Portal setzen. So, hier ist nichts mehr, oder? Nein, hier ist auch nichts. Da laufe ich wieder unter der Tür. Ja, ist ja gut. Guten Tag. Und wir jetzt, oh, es geht runter, aber da ist wahrscheinlich auch nichts. Nein! Erledigt. So, dann gehen wir wieder zurück. Was ist hier unten? Ah, okay. So. Hier waren wir. Dann gehen wir hier wieder raus. Und wir laufen in die Mitte rein. So, wie sieht es im Essen mäßig aus? Gut. Da haben wir auch noch was für den Süderling. Knochen lassen wir da. Ist da noch Geld? So, brauchen wir nicht. Das heißt, der linke Bereich oder die Mitte ist auch fertig. Dann bleibt uns noch die linke Seite. Das Schlechte kommt zuletzt. Und hier sind nur die gelben Dinger. Die gelben Pilze. Alla, gut, dann hat sich das erledigt. Die Grabstätte ist. Ihr wisst, was kommt. E-E. Erledigt. Und jetzt drücken wir uns mal gleich die Daumen, dass uns nicht gleich draußen jemand erwartet, der uns nicht erwarten sollte. Es regnet. Weg aus der Ecke. So, dann haben wir noch ein paar Karottensamen, wenn wir die aufgenommen haben sollten. So. Jetzt laufen wir mal. Wo ist die Heimat? Ja, dann gucken wir mal, wie weit wir da rumkommen. Es sind riesengroße Gegenden. Ja, wirklich wahr. So, da haben wir das. Hat er den mitgenommen, die Liste? So, ein bisschen Ausdauer noch aufgenommen. Oh, eine Festung. Ja, und da ist schon wieder einer. Mit der Meinung, er muss auch nicht schießen. So, auf geht's und auf geht's. Sogar im Fliegen, ne? So, du kriegst auch noch drauf die Nase.
Hopp, kennt mal, geht die Blöden da. Dann habe ich meine Ruhe und jetzt kommt ihr dran. Das nennt man dann als Dozent, spricht man dann von unter Arbeitsteilung. Ne? Jo, jetzt gucken wir mal, dass man hier habe ich noch Holz. Nee, habe ich nicht. Und überlegt, ob ich eventuell dann hier noch was aufbauen sollte. Nee, komm. Machen wir uns jetzt keinen Stress, wir haben hier Zeit. So, das ist erledigt. Lass uns mal hier langlaufen. Oh ja. Ich kann nichts zu essen aufnehmen. Du kamst von hinten. Halt, die haben ja Kupfer. Wenn wir mit Kam markieren. So, und dann wieder zurück Richtung Thema. Ja, ich kann hier nicht aufnehmen, weil ich halt... Warte, machen wir das irgendwie. Ich will keine Trophäe, aber ich will das Essen haben. Weil Essen ist immer gut, ne? Wo habe ich die anderen jetzt geknallt? Ach Mist. Ja? Bin das hier? Genau, ich habe sie bekommen. Und tschüss. Und doppelt tschüss. Kommst du? Hey, lass mich von hinten, das geht nicht. Habt ihr davon? Also, es ist nicht fair, dass die von hinten schlafen. Genau. Noch einer. Komm. Dankeschön für dein Fleisch, liebe Tier. Oder Untier. Weiß ich nicht. So, hier sind wir wieder im Bereich unserer Grasland-Ebene, sozusagen. Das heißt, hier vorne haben wir noch eine Erdbeere. Ich bin noch nass. Erdbeeren sind gut. Willst du was von mir? Du willst was kommen und weg. Vielen Dank für deinen Besuch. Und dann gucken wir mal, dass wir hier rüber gehen. Und wir haben festgestellt, dass die Insel gar nicht so klein ist. Aber die geht nicht darüber. Machen wir mal kurz hier nochmal rüber. Da sind ein paar Erdbeeren. Noch Erdbeeren. Hier noch Erdbeeren. Und jetzt gucken wir. Aua. Holz brauchen wir nicht. Erdbeeren. Ich danke dir, liebes Spiel, für die Erdbeeren. So, jetzt hier hoch und genau. Oh, eine Hütte. Mal schauen, was da drin ist. Man könnte sagen, hier ist außer wohne ich nichts drin. Und die haben mich gepikst, aber ich habe genug Bienenstücke in unserer Basis. Da ist das Sand. Oh, das ist schon eine große Kiste. Ja gut, beim nächsten Mal laufen wir mal rüber, wie weit es darüber geht. Wir sind im Endeffekt ausgeruht, deswegen will ich da nicht einen großen Weg da einschlagen. Aber hier ist schon wieder ein Wasser. Dann wollen wir mal gucken, da vorne ist schon das Ende wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ist die doch nicht so groß. Aber man sieht hier schon das Wasser, hier ist Wasser. Aber ist ja was, wenn wir schon dabei sind, nehmen wir die Ecke noch mit, ne? Genau, machen wir einfach mal so. Und ja, okay. Auch dann wird das hier der Rand sein, wie es weiter darüber geht. Müssen wir beim nächsten Mal dann schauen. Erdbeeren, jetzt sind wir lang gelaufen. Ich wusste, dass da Erdbeeren stehen. Und nochmal. Hier wird gespeichert. Achtung. Das ist eine sehr gute Sache, dass man diese Meldung mit dem Speicher bekommt. So, wisst ihr was von mir? Dankeschön. So, wie viele Äpfel haben wir schon wieder? 37, passt noch rein. So, und da haben wir das jetzt tun. Dann machen wir gerade noch dieses kleine Loch hier so, damit das speichern.
Okay, oder überarbeitet. Gehen wir kurz hier rüber. So, und dann sind wir hier in dem Bereich mehr oder weniger rumlaufen. So, fertig eigentlich. Jetzt muss ich nur noch den Bereich so aufdecken. Noch mal rüber. So, und dann ist das hier erledigt. Das heißt, oh oh, ja, kommt schon. Was du willst, was du wollen. Ah, gut, dann müssen wir jetzt noch mal nachschauen. Hier gehen wir noch mal kurz raus. Das heißt, hier haben wir die Ebene. Wie weit die geht, weiß ich. Ich vermute mal hier so lang. Hier werden wir mal schauen, wie weit das hier geht. Ich vermute auch, dass das Ende bald ist. Und hier haben wir Kupferfäsche. Jetzt ist das Grab erledigt. Wir sind jetzt hier. Das heißt, warte mal, ich werde doch diese angezeigte Ecke noch aufdecken. So. Und jetzt gehen wir dann ganz gemütlich Richtung AP006. Da lassen wir das Kupfer da. Wieder Kupfer, das hin. Und werden uns dann nach Hause begeben. Ja, so langsam ihr seht, was da noch als Insel alles vorhanden ist. Das muss der nächste Weg sein. Und da oben haben wir keinen Knochenband. Ne, haben wir auch nicht. Gut. Der Knochenwanz ist der nächste. Home, sweet home. Bin gleich zu Hause. So, ich will gerade noch diese kleine Ecke aufbauen, wenn wir wissen, dass da Wasser ist. Damit öffnen wir den hier. Kommt der andere auch noch? Genau, er kommt. Dann wird das Fleisch. Noch einer? Ja, kommt in den Fleisch schon mal auch noch. Ja, hier wird dann die Wildschweinszucht rangehen. Ich will unbedingt, ja, beide Wildschweine züchte. Kann ich nichts mehr aufnehmen? Oh Mann, was ist noch da im Raum? Was brauche ich noch nicht? Genau, was brauchen wir nicht? Essen wir? Oh, wisst ihr was? Was ist denn eigentlich wichtiger? Das hier mal wegkommen. Ich weiß, ich könnte zurücklaufen. Die Lederreste brauche ich nicht. Oder habe ich die Frost? Brauchen wir auch nicht. Komm, wir essen mal die Frost auf und nehmen die gelben Dinger wieder mit. So, jetzt nehmen wir nicht. Und auf geht's Richtung Heimat. Also Heimat. Genau. Ja, ich überlege gerade, wenn wir ja hier runterfahren. Uralte brauchen wir ja nicht hin. Mal schauen, ob wir einen Grund finden, dass wir die Insel noch mit dem Schiff bereisen. Schauen wir mal. So, hier sind wir. Herzlich willkommen in unserer, ja, kleinen Mini-Heimat. Kann ich das schnell? Kann ich nicht, weil ich kein Dach habe. So, und, ach toll. Und wir haben ja diese Metalle da drin. Das heißt, ich packe mal hier rein. Ja, okay, das machen wir. Und dann geht's Richtung Heimat. So, zu Hause angekommen, werde ich jetzt einiges wieder aufräumen, aussortieren und ein bisschen Ordnung reinsetzen. Und dann werden wir uns ärgern, dass wir wieder in die falsche Richtung gelaufen sind. Und dann werde ich mich hinlegen und zum nächsten Einsatztag, ihr seht, ich bin den Weg wieder gelaufen. Entsprechend den nächsten Einsatztag. Ja, beginnen. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Ja. Ciao.